Ja, Leute, willkommen zurück bei Far Cry 3. Ey, was geht? Lange habe ich sie gespielt. Ach du Scheiße, ich hatte so eine lange Pause, verdammt. Ich wette, jetzt ist gerade die Hälfte der Zuschauer zusammengezuckt im Stuhl und hat gedacht, warum schreit denn der Psychopath so? Verdammt, ich freue mich einfach nur wieder aufs Zocken. Und zwar, ja, ich hatte jetzt Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Mann, Mann, Mann. Ich muss mich erstmal selber wieder dran erinnern, wo ich eigentlich war und was ich eigentlich getan habe. Ich schau mal kurz auf die Karte, ganz frech. Jetzt muss ich erstmal hier meinen Notizzettel wieder herholen. Ich weiß gar nicht mehr was. Hier, was war denn hier alles? Verdammt nochmal. Wo bin ich denn überhaupt? Alter. Hör auf, irgendwelche Markierungen zu machen. Achso, stimmt, man kann ja so schauen, man kann so wegzoomen, genau. Ich würde sagen, zum Eingewöhnen werde ich erstmal hier ein paar Relikte einsammeln gehen und werde mal hier oben anfangen. Ja. Weil irgendwie muss ich jetzt hier erstmal mich zurechtfinden, halt, genau, kurz da das machen, ne? Was ist denn das? Licht am Ende des Dschungels. Oha. Ein Licht geht mir auf. Meine Fresse, ey. So, da unten steht ja schon ein Fahrzeug, wo wir nutzen dürfen. Und, gibt's auch irgendwelche Lager, wo ich hier noch einnehmen darf? Das sehen wir gleich. So. Wir sagen, halt mal kurz darüber zum Relikt. Und werden begleitet von einer wunderschönen Musik. Oh, Kakajamba. Oh, Kakajamba. Ja, ja, ja. Oh, Kakajamba. Ja. Oh mein Gott. Ey, verpiss dich da vorne, Mann, Alter. Das ist meine Straße. Das ist ein Rennen. Das ist ein Rennen. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich drück ihn von der Straße ab. Ich ramm ihn. Ich mach ihn platt. Pass mal auf, Junge. Ich glaube, ich bin am scheiß Relikt vorbeigefahren. Alter, ich muss umdrehen. Wir sind falsch. Da war fast ein Baum im Weg gestanden. Okay, ja. Wer zum Henker stellt immer so scheiß Felsen im Weg? Warte mal, Relikt, das ist ja irgendwo. Das ist gut. Oh. Stuhl ganz. Gut. Da müssen wir mal rüber, genau. Ich würde mal sagen, wir fahren einfach mal durch Rierfeld ein hier irgendwo. Angekommen. Das aussieht, ist unter Wasser. Wo ist es denn? Hier. Ist es da irgendwie? Wo ist es denn? Ich höre was. Da ist es. Warte mal, wo ist denn hier noch? Wow, wir haben fast alle gefunden, ne? Da gibt es aber noch ein bisschen was zum Ausbeuten. Ein paar Kisten hier. Joker-Spielkarten. Sonst nichts mehr. Wie, das war's schon? Also, da schwimmen wir erstmal an Land. Das Wasser sieht heute irgendwie komisch aus. War auch mal schöner, ne? So. Also, gucken wir mal, wo wir das nächste herbekommen. Wenn wir schon mal so schön dran sind. Da hole ich mir das Relikt hier, ne? Da drüben. So eigentlich. So. Das sind meine Freunde, oder? Jawohl. Noch sind's meine Freunde. Das kann sich aber bald ändern. Ja, ja. Das, hat sich schon ziemlich schnell mal geändert hier, ne? So. Ist es jetzt eher weiter unten oder weiter oben? Unten? Oh mein Gott. Nee, da. Da ist es. Schön, dass es so auf der Karte dann angezeigt wird, ne, wo man hinlaufen darf. Finde ich ja toll. Oh mein Gott, was machen die? Ich höre was. Was ist das? Da läuft irgendwas. Oh mein Gott, Wildvögel. Weg. Weg da. Schnell. Die sind nicht nett. Die mögen mich auch nicht, die... Da kann es passieren, dass ich mir gleich mal hinterher rennen hier. Wäre cool, wenn man die reiten könnte. So. Oh nein, nicht schon wieder auf so einen scheiß Hügel, oder? Nee. Diesmal geht es ein bisschen einfacher. So, wir müssen nur da hoch irgendwie kommen. Mann, steht die Sonne heute tief, ey. Das blendet ja, da sollte man gerade eine Sonnenbrille anziehen, ey. Junge, Junge, ist doch voll Sommer hier. Toll, wenn man ins Spiel reinkommt, ne? Und dann
Hier doch mal ein Relikt, ne? Eigentlich sollte man zu jedem Relikt euch eine Frage stellen, wo ich einsammle. Ihr müsst es beantworten. Können wir da rüber gehen? Da kann es aber sein, dass wir zu Willis kommen. Da können wir das auch noch später machen. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor hier, ne? Haha, die Hauptaufträge, die tue ich euch schön vorbehalten, ne? Da warten wir noch ein bisschen. Nur nichts überstürzen. Wir wollen das Spiel komplett genießen und auch die Gegend uns anschauen und so weiter. Ist da ein Lager? Moment, ich muss kurz Karte schauen. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwie... Das ist der Turm, das ist okay so. Da oben war das eine Lager. Gibt es hier nicht mal noch ein anderes? Ne, hier unten gibt es noch eins. Ah. Ja, da wird sich ja nachher ergeben, wenn wir dann das hier geholt haben und dann das da hier geholt haben, dann wir dann das Lager kaputt machen hier. Wir stören, du. Du schlimmer Finger. Dann haben wir alles. Dann brauchen wir nicht mehr... Können wir chillen, Alter. Brauchen wir nicht mehr so... Ewigkeiten rumeiern. What the fuck? Ah, das liegt da unten. Ich hab gerade gedacht, es wäre eine Höhle oder so. Nicht runterfliegen tun. Ist es tot? Ja, das ist tot. Guck mal, der ist nämlich auch runtergeflogen. Der wird sich bestimmt das Relikt holen. Und, naja, hat den kleinen Unfall dabei. Warte mal, vielleicht kommen wir hier über den Fels irgendwie hier so runter. Dann vielleicht human uns nur die Füße brechen. Und nicht gleich so extrem die Füße brechen. Warte mal, vielleicht können wir hier... Können wir vielleicht hier so... Oh, langsam. Das ist ja schön. Und hier sowieso. Geht easy, Alter. Hey! Weggeflogen ist es. Reifen. Auch wegfliegen tut's. Ich... Oh! Voll in die Eier. Da unten sind ja zu viel wilde Tiere. Zumindest mal ein so ein komischer Vogel. Den brauchen wir uns jetzt nicht unbedingt anlegen. Wieso muss denn der Jeep hier so doof rumliegen, Alter? Könnte man den noch nehmen, ey. Hier gibt's viel kaminrotes Blatt. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Das bedeutet, dass irgendwo Feuer ist. Oder dass mir irgendein Psychopath mit dem Flammenwerfer irgendwas anhaben will. Halt, Relikt, genau. Jetzt muss ich wieder in eine ganz andere Richtung laufen. Ach scheiße, jetzt muss ich wieder da hoch, oder was? Einmal über den Berg, oder wie? Mama mia, wieso kannst du nicht gleich... Och, Mann. Muss ich jetzt wieder alles zurücklatschen? Toll. Jetzt habe ich auch noch... Oh. Ich will das mal heilen hier, Spritze geben. Ich höre was. Guck mal an, du! Der Fight des Jahres! Ein komisches... Hornviech gegen einen dummen Vogel. Jetzt überfahren sie es gleich. Pass mal auf. Wo sind sie? Nee, doch nicht. Ah, das sind Feinde. What the fuck? Das sind Feinde, Alter. Hey, die mögen sich nicht, die Viecher hier, ne? Sag mal, sind da... Ich muss weg. Irgendwie sind hier lauter Feinde. Ach du, Himmelswillen! Geh. Alter! Weg! Weg, weg, weg! Ich fühle mich hier nicht wohl. Hier gibt es nur zu viele wilde Tiere. Das ist nicht gut. Da kann man nur eins sagen: Ich muss weg, Mann. Da drüben liegt ein Flugzeug, oder was ist das? Nee, das ist ein Auto. Oder? Nein, das ist ein Flugzeug. Nein, das ist ein Auto. Okay, es ist ein Auto. Läuft das Ding noch? Nee, da wächst schon Gras. Lager. Nicht gut. Kann sein, dass die Straße hier befahren wird. Von Piraten. Pirates of the Caribbean. Ja, ja, guck mal hier. Schönes Lager. Jetzt holen wir uns am besten erstmal das Relikt. Bevor wir sterben, will ich das Relikt. So, scheiße. Schon wieder so dumme Tiere, Mann. Weg. Ich glaube, die sind alle nicht so ganz friedlich hier, die ganzen Tiere.
Oh Mann. Ey, Kuh, bleib bloß weg von mir, du. Also, oh, was ist denn da drüben? Ich habe keinen Plan, was das hier sein soll. Schauen wir mal auf die Karte, das weiß ich bestimmt. Wir schauen gerade direkt da drauf. Das könnte diese Stadt hier sein. Haben wir aber noch nichts verloren da drüben. Jetzt hat mich irgendwas gesehen, ne? Ich bin weg. Sie jagen Kühe. Ah! Kuh! Hilfe! Kuh! Was war das? Kuh, geh weg! Wieso schießen die auf mich? Wo ist jetzt die Kuh? Wieso liegt hier ein Auto? Hä? Und wieso liegt hier eine Kuh? Ach, die sterben, wenn die ins Wasser fliegen. Die sind so doof zu schwimmen, ey. Aber ich habe irgendwo das Relikt gehört. Akuha, yo. Wo ist es denn? Ach, hier. Yay, baby, ich hab's. Super. Aber das ist Feindgebiet. Aber komplett Seetang. Nehmen wir mal mit. Zweimal Blues Blood. Blub, 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 blub. So, wer hat denn jetzt da auf mich geschossen, Alter? Ich sehe gar nichts. Irgendwie waren hier irgendwelche Gegner. Die haben es heute gut mit mir gemeint, ne? Verpiss dich, doofes Viech. Hau ab, lass mich. Geh weg. Ich brauche ein ruhiges Plätzchen kurz, wo ich mich orientieren kann. Jetzt passe mal. Uff. Ich wollte da runtergehen. Was ist denn das hier? Speicherkarte. Ach, die ist wahrscheinlich im Lager drin, ne? Ja. Also da oben könnte man das auch noch kurz holen. Weil das ist doch nicht so nah, wie ich gedacht habe. An dem Punkt dran, ne? Da könnte man vielleicht was... Oh, scheiße. Heilige Scheiße, Alter. Jetzt müssen da nochmal welche rumrennen. Habe ich einen Sniper dabei? Heia! Nee, doch hier. Nehmen wir mal das hier, ne? Erstmal markieren wir die zwei Kameraden. Dann nehmen wir uns einmal den hier vor. Ah, aber wie? Ich sag euch, zocken verlernt man nie. So, jetzt haben wir erstmal die zwei ausgeschaltet. Alter. Halt mal die Fresse, ey, du blödes Viech, Mann. Zum Henker ist da nochmal eins. Mann, bist du hässlich. So, wir durchsuchen die mal, was die haben. Toll, ein bisschen Kohle dabei, aber sonst nichts, oder? Munition haben sie noch. Ein bisschen. Können wir noch die Leiche schänden. Und jetzt müsste hier noch irgendwo so ein Relikt sein. Unter uns. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da rein? Vermutlich hier, oder? Also ich höre Wasser. Dann könnte es aber auch... Ich glaube, da drüben ist doch irgendwo Wasser, oder? Ja, richtig hier. Toll, das sind... Och Mann, wieso müssen hier so viel Scheiß rum? Ach, rein ins Wasser. Ich glaube, die sind alle irgendwie ein bisschen wasserscheu. Guck dir mal die Scheiße an. Die Dreckviecher, ey. Also hier kommen wir definitiv nirgends rein, ne? Okay. Also dort ist ja noch ein Hütchen hier. So. Das passt ja auch mal so. Jetzt müssen wir gucken, ob wir vielleicht hier unten irgendwo eine Möglichkeit finden. Das müssen wir hier heil runterkommen. Wieso habe ich jetzt schon wieder Leben verloren? Hier ist der Konvoi, ne?
gucken, wie wir da ein bisschen runterkommen. Ich vermute halt, dass da unten jetzt Soldaten sind. Ich will jetzt nicht irgendwie mit denen hier in Konflikt kommen. Deswegen machen wir es anders. Holen wir das Relikt doch erst später. Spinetta. Und wir sichern uns erstmal den Rückzugspunkt da unten, das Lager, weil das können wir dann auch noch später machen hier. Oder beziehungsweise die Mission können wir später machen. So, also nimmst du nicht böse. Ich gehe jetzt erstmal das Lager einnehmen hier, ne? Ist ja auch ganz lustig. Und dann sehen wir weiter, was wir machen. Mal schauen. Vielleicht gehe ich hin und formatiere meinen PC. Nö. Aber ich muss mal einen neuen zusammenstellen irgendwie. Das gefällt mir nicht. Das ruckelt noch ein bisschen. Und ich will nicht mit der Grafik zurückfahren. Nein. Habe ich voll keinen Bock drauf. Dann macht das Spielen für mich auch keinen Spaß mehr, ne? Ist halt wegen der Aufnahme so ruckelig. Ich könnte auch auf 720p zurückgehen, aber da habe ich echt keinen Bock drauf. Nö, den machen wir nämlich nicht. Dann mal sehen hier, was denn hier alles rumschwirrt. So, hier haben wir Hunde. Da haben wir Tata, da haben wir so einen, ne? Kamerad hier. Hm. Ja, ja. Da hier den Hund markieren. Der ist böse. Den Molotov-Cocktail mal hier raus. Der Mr. Molotov. Der Cocktail. Aufpassen, dass sie mich nicht sehen, die Lutscher. Den können wir uns ja da hinten mal krallen, ne? Wenn der da hier durchläuft, so. Das wäre ja für uns gar nicht mal so dumm. Mann. Jetzt passe mal, uff. Ist da noch mal einer? Ah, den hätte ich ja fast übersehen, den Sack. So, der guckt nämlich hier hinten rum, der eine. Kann aber sein, dass hier auch noch mal irgendwo welche sind, ne? Ne, das sind die einzigsten. Ich will ja nicht, dass die eine Alarm auslösen und dass hier sind hier nachher nur so Wimmel vor Soldaten, ne? Das wäre natürlich scheiße. Die machen alle die gleiche Bewegung. Ist ja lustig. Ein Bärenkäfig haben wir nicht, oder? Nee, leider nicht. Ach, schade. Oh, aber ich sehe einen. Da kommt doch einer, oder? Oh, Mama Mia, da legt sich alles schon alleine, finde ich. Oh! Ist das der Alarm auslöst? Au! 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 Da sieht man mal, dass ich lang nicht gespielt habe, hey. Toll, Verstärkung. Wir sind in einer halben Minute da. Toll, noch besser. Halbe Minute. Ja. Wo sind wir jetzt alle? Tot? Wir kommen von Norden. Nein, ihr braucht eigentlich gar nicht kommen. Das ist sowieso mein Lager schon, oder? Alle gekillt, oder? Wow! 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 Ey! Digga! Digga, C! C! Wo ist C? C ist da! C! 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 Hau doch drauf, du Arsch! Alter Himmel, Arsch und Wolkenbruch-Wichser! Boah! Puh. Junge! Junge! Junge, das ist nicht mehr normal! Himmel, Arsch und Wolken. Ich sag euch, ey, das ist echt der Hammer. Da können wir auch gleich so angreifen, ey. Warum wir jetzt gar nicht so da hingehen? Machen wir es doch gleich so. Da, hier. Draufknallen, Alter. Ich bin getroffen, sagt er. Jetzt hat der Alarmknopf gedrückt, der Sack. Ey! Was wollt ihr jetzt von mir? Ich höre einen Hund. Ich höre einen Dog. Doggy-Style. Wir kommen von Norden. Dann sind die tot. Komm. Lauf. Renn. Tu irgendwas. Tot. Ja, die kommen jetzt von hier. Alter, ich habe doch hier irgendwo einen Granatwerfer.
Jetzt übertreibt's mal nicht, ja? Weißt du, jetzt kommen hier mit zig Autos angefahren, ne? Aber ich mach das hier wie ein Grobmotoriker diesmal. So, sind sie noch da? Ach, da ist ein Hund. Ja, komm mal her. So, das ist jetzt hier erstmal erledigt mit dem Hund, ne? Und nächstes Ziel da unten, du Drecksack. So, hey. Heilige Scheiße, Alter. So, der ist auch tot, ne? Mein Lager. Habe ich es eingenommen? Da ist noch einer. Meins, das gehört mir. Erfolg. So, schön war's. Schön eingenommen, ne? Einmal kurz ein bisschen draufgegangen. Und da ist eine Speicherkarte. Da ist ein Shop. So, Munition aufrüsten. Okay, 20% Rabatt. Das ist aber nett. So. Ein bisschen den Schrott verkaufen hier. Sehr schön. Was haben wir eigentlich noch Platz? 51 von 64. Da könnte man vielleicht mal ein bisschen das, was wir nicht brauchen, da hier sowas. Können wir eigentlich mal wegwerfen, ne? Brauchen wir eh nicht mehr. Und wenn, dann kriegen wir es eh wieder. Leopardenfell kriegen wir auf jeden Fall wieder. Ja. Leopard. Bringt auch gut Geld, ne? So Scheißfell. Und die Vögel gibt's auch wie Sand am Meer. Die gehen mir sowieso auf den Sack. Die schreien immer so rum, ey. Eigentlich kriegen wir alles wieder her. Ist eigentlich alles gar kein Problem. So, jetzt mal ein bisschen hier sortieren. Kann man das nicht? Ach, scheißegal. Nee, das passt so. Das passt so. Höchster Preis. Was kriegen wir für das? 30? Echt jetzt? Wirklich? Nicht schlecht. Weiße Blätter. Sind ja auch so viel wert. Hundefell. Hunde gibt's auch wie Sand am Meer. Brauchen wir eh nicht. So. Okay. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich bei euch schon mal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part bei neuen Abenteuern hier mit eurem Rufnex bei Far Cry 3. Nein, Spaß. Okay, bis dahin. Ciao, schönen Tag noch.